Es ist Dienstag und somit herzlich willkommen zu einem neuen Format, die Kurzgeschichten. Es gibt jetzt eine Serie, eine Horrorserie, und zwar Punkt Onion. Es geht um Felix und Yannick und diese beiden sind YouTuber und gehen zusammen ins Darknet. Wir werden sehen. Warnung. Diese Serie enthält auf jeden Fall eine strenge Wortwahl und eine Gewalthandlung. Also wenn ihr das nicht sehen könnt und wenn ihr das nicht hören wollt, es ist wirklich eine Horrorserie und dann solltet ihr lieber abschalten. Für alle anderen, die das abkönnen, gehen wir gemeinsam ins Darknet. Punkt Onion. Dass sein Cousin zweiten Grades vor 2 Wochen bei einem Autounfall ums Leben kam, fand Felix zwar traurig, aber ein inniges Verhältnis haben die beiden nie gehabt. Zu selten hatte sich Paul bei Familienfeiern blicken lassen. Nach der Beerdigung hatten Felix' Vater und sein Onkel beschlossen, Pauls Wohnung auszuräumen und den Termin dafür auf den heutigen Samstag gelegt. Felix hatte nichts Besseres zu tun und die Vorstellung, die Wohnung eines Toten auszuräumen, legte sich wie ein spannendes Abenteuer in seinen Geist. Sein bester Freund und Mitbewohner Yannick soll ihn begleiten. Die zwei hängen immer zusammen. Yannick ist mittlerweile ein erfolgreicher YouTuber und begibt sich mit seiner Clique in verlassene Gebäude, um vermeintliche Geister zu jagen. Felix hat auch einen YouTube-Kanal. Dort berichtet er von allerlei Dingen, die ihn interessieren, aber er hat den roten Faden für seinen Kanal noch nicht gefunden. Und mit etwas über 100 Abonnenten kann er in seinem Freundeskreis auch nicht wirklich mitreden. Felix Navarro und Yannick Chambers sind beide 22, teilen sich eine Wohnung und haben ein Zimmer komplett zur Videobearbeitung eingerichtet. Mit dem getunten mattschwarzen Golf machen sie sich auf den Weg zu Felix' Elternhaus. Und dort treffen sie auf seinen Vater und Onkel, die draußen bereits auf die zwei jungen Männer warten. Nach einem kurzen Hallo machen sich die vier auf den Weg. Felix' Onkel hat einen Kleinlaster gemietet und die ganzen Möbel darin zu verstauen. Sein Vater fährt mit dem Range Rover hinterher. Felix und Yannick folgen. Nach einer halben Stunde kommen sie in dem 600-Seelendorf an, in dem sein verstorbener Cousin wohnte. In einem Mehrfamilienhaus hatte Paul eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Im obersten Stockwerk ohne Aufzug. Yannick schnaubt, als er die Stufen sieht. Und mit dem Gedanken, das ganze Hab und Gut aus der Wohnung transportieren zu müssen, machen sich die vier auf den Weg durch das schmale Treppenhaus, vorbei an den Blumenkübeln und den Schuhschränken der anderen Mieter. Felix' Vater entfährt ein genervter Seufzer. Sein Onkel schließt die Tür auf und Felix bereut es jetzt schon, mitgekommen zu sein. In der Wohnung verfällt der Missmut der vier etwas, den sie beim Heraufkommen hatten. Spartanisch ist diese eingerichtet. Die Einbauküche bleibt drin. Davor finden sie nur einen kleinen Holztisch mit Klappstuhl. Im Wohnzimmer ist neben dem Fernseher ein Regal und ein Zweiersofa. Ansonsten ist es leer. Keine Bilder an der Wand, keine Bücher, nichts. Felix' Onkel atmet erleichtert aus. »Das wird einfacher, als ich dachte«, sagt er, legt den Klappstuhl auf den Tisch und packt beides zusammen, um es nach unten zu tragen. Felix' Vater montiert den Fernseher ab und er selbst und Yannick sehen sich erst einmal im Rest der Wohnung um. Die eine Tür führt ins Badezimmer, wo ein schwarzes Handtuch auf dem Boden liegt, ein leeres Duschgel in der Wanne, ein paar wenige Hygieneartikel auf der Ablage über dem Waschbecken. Im Spiegel findet sich ein großer Riss, doch weder Yannick noch Felix geben etwas darum. Die nächste Tür führt ins Schlafzimmer. Ein einfaches Bett, das nicht gemacht ist, und ein Sperrholzschrank stehen auf der einen Seite. Schwarze Vorhänge sind an den Fenstern angebracht. Doch was die Aufmerksamkeit der jungen Männer einfängt, ist ein sehr hochwertiger Schreibtischstuhl. Ein großer Schreibtisch mit 3 Monitoren, daneben ein Laptop und Computer. Sie glauben schon, den Jackpot geknackt zu haben, als Yannick einen Schreibblock findet, in dem alle möglichen Passwörter aufgezeichnet sind. »Dein Cousin hat hier wohl Großes vor«, sagt er. Und die beiden beginnen, die Sachen abzubauen. Felix geht hinter den Schreibtisch und findet einen seltsam aussehenden Kasten. »Was ist das?«,
Sollen wir das auch mitnehmen? Jannik schaut ihn an, zu dem Kasten und zu Felix zurück. Was das ist? Ich glaube, das könnte so ein spezieller Browser sein. Alter, vielleicht können wir mit diesem Ding ins Darknet. Ich habe schon mal von sowas gehört. Aufgeputscht von der Idee bauen die zwei die komplette Anlage auseinander und laden sie bei Jannik ins Auto. Keine Stunde später hatten die vier die Wohnung ausgeräumt. Der Kleinlaster ist nur zu einem Drittel gefüllt und Felix' Onkel schüttelt zum 10. Mal den Kopf und bemerkt dabei, wie kann ein Mensch nur so leben? Am frühen Abend sind Jannik und Felix wieder bei sich zu Hause in der Stadt und haben alle Geräte aus dem Auto in ihr YouTube-Zimmer geschafft und inspizieren diese nun so fachmännisch, wie es ihnen möglich ist. Einen Kumpel hatten sie vor einer Stunde angerufen, der ein IT-Spezialist ist und sich mit solchen Dingen noch besser auskennt. Vor 10 Minuten ist Marcel gekommen und hatte große Augen gemacht bei dem Fund der zwei. Jetzt hat er fast alles angeschlossen, die Monitore aufgestellt und hackt kontrolliert in einer Schnelligkeit, die die beiden anderen kaum fassen können, auf zwei verschiedene Tastaturen ein. Das Notizbuch liegt dabei auf seinem Schoß. Willst du was trinken, Alter? Felix spricht mit Marcel, doch dieser bemerkt ihn erst beim dritten Anlauf. Ey, Alter, weißt du, was das hier ist? Das ist eine echte Goldgrube, Mann, sagt er, als er die Cola nimmt, die Felix ihm reicht und danach seine Freunde einführt. In die dunkle Welt des Internets, dem Abschnitt, der wie ein Eisberg weit unter der Meeresoberfläche liegt. Die ganze Nacht hocken die drei vor den Monitoren. Felix macht sich Notizen und hat mehr und mehr das Gefühl, wie ein Polizist zu agieren. Die Seiten, die Marcel im Dark Web öffnet, sind teilweise verstörend, aber auch unverständlich, konfus und ohne jede Bedeutung. Sie gehen in einen Chatroom. Dort melden sie sich als 52-jähriger Hugo an und bekommen auch gleich Post von einem gleichgesinnten Pädophilen. Für Jannik ist das langsam zu viel. Er geht ins Bett, hat er doch morgen eine Tour zu bekannten Lost Places geplant. Felix und Marcel durchforsten weiter das Darknet. Marcel erklärt Felix jeden Schritt, wie er sich anmelden muss, dass alles über einen speziellen Browser läuft und es ihnen im Darknet kein .com oder .de gibt, sondern nur .onion. Und Felix versteht jedes Wort und jede Handlung. In seinem Hinterkopf baut sich ein neues YouTube-Profil auf. Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Und er hört seinem Freund zu, notiert sich alles und hat mittlerweile den Block mit den Passwörtern auf seinem Schoß liegen. Es ist 8 Uhr am Sonntagmorgen. Felix sitzt seit Stunden am PC. Marcel ist um 6 Uhr gegangen und er hört, wie Jannik aufsteht, sich einen Kaffee macht und einige Türen zuzieht. Er selbst ist gefangen in der Welt, die keiner kennt, in einer verbotenen Welt. Er fühlt sich, als ob er der Einzige mit dem goldenen Schlüssel ist. So sieht er sich. Jannik verlässt das Haus und Felix macht sich selbst einen starken Kaffee, geht auf das WC und danach mit dem Getränk zurück in das abgedunkelte Zimmer und nimmt ein Video auf. Hallo, meine werte Community, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir gehen heute gemeinsam ins Darknet, erklärt er seine Einleitung, filmt seine Boxen und den Onion-Browser und dann legt er los. Felix geht in die verbotenen Chats, filmt Waffenkäufe und verstörende Bilder, Videos von Leuten mit Maske und einer hauptsächlich irritierenden Handlung. Als er fertig ist, schaut er sich seine eigene Aufnahme an. Er war 3 Stunden im Darknet. Es kam ihm vor wie eine halbe. Doch er macht sich gleich an die Bearbeitung des Videos. Nicht alles darf er verwenden. Einiges würde den YouTube-Algorithmus sprengen und ihn auf eine schwarze Liste setzen, also bleibt er vorsichtig und bearbeitet seinen Beitrag weiter. Um 4 Uhr am Nachmittag hört er die Schlüssel in der Wohnungstür und weiß, wie viel Zeit vergangen ist, als Jannik wieder daheim ist. Er zeigt es ihm und Jannik schaut es sich an. Seine Mimik verzieht sich das ein oder andere Mal, doch am Ende befindet er es als gut. Als speziell, aber dennoch als gut. Und die beiden laden das bearbeitete und teilweise unkenntlich gemachte Video hoch. Felix ist seit gefühlten 30 Stunden wach. Und Jannik hatte einen aufregenden Tag. Beide gehen ins Bett und schlafen. Mitten in der Nacht um 4 Uhr wird Felix wach und schaut sich selbst an, was sie an dem vorherigen Abend fabriziert haben. Sein Video ist viral gegangen.
In den letzten 4 Stunden hatte er über 500.000 Klicks. Und in diesem Moment, als er das realisiert, ist Felix hellwach. Die Cola, die er mitten in der Nacht trinkt, soll ihn nur kalt und wach machen. Und er schaut mit Begeisterung seinen eigenen Kanal an, der die anderen jetzt weit übersteigt. Aufgeputscht von dem, was er gerade sieht, zieht er sich ein Käppi an, setzt sich vor die Kamera, spricht ein kurzes Intro und dann geht er zurück ins Darknet. Diesmal allein und ohne jede Anleitung, gefilmt von seiner eigenen Kamera, nimmt er ein Video auf. Das Darknet ist wirklich dunkel und schwarz. Er findet einige verängstigende Beiträge und Videos und hält diese fest, als ein roter Timer in der mittleren seiner Monitore aufploppt. Felix weiß nichts damit anzufangen. Doch hat dieser Countdown etwas Einnehmendes, obwohl er so simpel erscheint. Felix geht das Notizbuch durch. Und als er es schon weglegen wollte, zwischen all den Passwörtern, findet er einen Eintrag, darüber steht ganz klein geschrieben, Einladung. Zeichen, Groß- und Kleinbuchstaben. Er gibt diesen Text ein und vor ihm auf dem mittleren Monitor öffnet sich ein Schriftzug und die anderen Bildschirme rechts und links werden schwarz. Der Schriftzug steht dort in Rot und verfließt beim Anschauen wie Blut. Red Room. Felix schaut es sich gebannt an. Und in den verlaufenden roten Buchstaben erkennt er immer deutlicher werden 2 Hände, die ihn heranzuwinken scheinen. Und er folgt, per Maus, dem Weg entlang, den die Hände deuten. Sie stoppen vor einem roten Vorhang. Der Hintergrund ist schwarz und der Vorhang bewegt sich, als wäre dieser real. Die Hände wollen ein weiteres Passwort. Felix gibt einige ein, die er im Buch findet, doch es wird immer wieder abgelehnt. Am Ende ist er genervt und überfordert. Er klappt das Buch zu und auf dem Cover erscheint im Licht seiner Lampe das Wort Lovely 666. Felix steht von seinem Stuhl auf, will eigentlich wieder ins Bett gehen, doch im gleichen Moment dreht sich sein Körper um und wie in Trance gibt er das Wort Lovely 666 ein, in die dazugehörigen Unterstriche. Und er ist drinne, im Red Room. Felix schaut gebannt auf den Monitor. Er bemerkt ein leichtes Kitzeln an seinem Kinn und wischt sich den Sabberfaden weg, der ihm aus dem Mund rinnt. Red Room. Felix richtet die Kamera aus, obwohl er weiß, dass er 90% von dem, was er hier sehen wird, niemals auf seinem Kanal hochladen kann. Doch er bleibt, sitzend vor dem Monitor mit der Einladung seines verstorbenen Cousins, verfolgt Felix die Dinge, die sich vor seinen Augen abspielen. Und er ist geschockt. Ein Mann steht in einem dunklen Raum, ausgeleuchtet vom Licht der Kameras. Er ist in Schwarz gekleidet, trägt weiße Handschuhe und eine weiße Maske, in der die schwarzen Augen aussehen wie leere Höhlen und der Mund scheint ausgeschnitten zu sein. Aber das ist es nicht, was Felix in einem Zustand der Schockstarre versetzt, sondern der andere Mann, der nackt auf einer Art Folterbank liegt, mit Stahlfesseln an Händen, Füßen und Hals. Eine Kamera ist auf sein Gesicht gerichtet, die zweite erfasst das gesamte Bild im Raum und eine dritte ist mobil und das Bild von ihr ist noch schwarz. Unten am Monitor hatte sich ein Chatverlauf geöffnet. Felix bemerkt ihn erst jetzt. Einige scheinen Stammzuschauer zu sein und begrüßen den Akteur mit Meister. Dann bemerkt Felix, dass ein Gebot in den Chat gestellt wurde. 10.000, wenn du ihm ein Stück vom Bein abschneidest und es isst. Danke im Voraus, Meister. Steht dort. Und der Mann, der vor der Bank steht, dreht sich um und holt von einem kleinen Tisch, auf dem eine Menge spitze Werkzeuge liegen, eine Gabel und ein Steakmesser. Jetzt wird der Ton angeschaltet. Und Felix hört den anderen Mann schreien und flehen. Seine Augen sind weit aufgerissen und er verschluckt sich beim Schreien fast an seiner Spucke, so sehr fürchtet er sich. Der Meister stößt die Gabel gekonnt in den Oberschenkel des Mannes, ohne eine Arterie zu verletzen. Mit dem Steakmesser schneidet er mit kräftigen Bewegungen um die Gabel herum.
Felix dreht den Ton etwas leiser. Der Mann schreit so laut, dass Felix' Hände feucht werden und er fühlt sich, als hätte er selbst Schuld daran, was hier passiert. Doch was soll er von hier aus machen? Soll er Yannick informieren oder die Polizei? Der Gedanke verweilt nur kurz in Felix' Verstand, bevor er heimlich die Kopfhörer einsteckt und geduckt vor seinem Monitor kauert und weiterschaut. Fast hat der Meister ein Mundstück großes Stück aus seinem Opfer geschnitten, das Fleisch ist zäh. Und das Messer wirkt eher stumpf zu sein. An einem dünnen Faden hängt es noch am Körper. Die Schreie des Mannes sind ohrenbetäubend. Und mit einem Ruck reißt der Meister den letzten Faden ab. Die mobile Kamera kommt zum Einsatz. Er zeigt das Loch in dem Oberschenkel seines Opfers. Es blutet stark. Und der Meister steckt erst einen, dann zwei Finger hinein. Er fährt rein und raus, als würde er eine Frau beglücken, bevor die mobile Kamera auf seinen Mund gerichtet wird. Er seine Finger abschlägt und sich dann das Fleisch in den Mund steckt. Er kaut es und es dauert eine Ewigkeit. Saft und Blut rinnen aus seinen Mundwinkeln und verfärben die weiße Stoffmaske um seinen Mund in ein dreckiges Rot. Felix reißt sich die Kopfhörer von den Ohren. Er seufzt und schüttelt seinen Kopf. Ekelhaft, denkt er. Sein Magen dreht sich um und er kotzt in seinen Papierkorb, der neben ihm steht. Der Gedanke, hier aufzuhören, zieht nur wie ein leichter Windhauch an seinem Geist vorbei. Und nachdem er sich kurz gesammelt hat, spannt er weiter. Die Gebote rattern eins ums andere in die Chatfunktion ein. Das eingenommene Geld steht oben in der linken Ecke des Monitors für alle sichtbar in roten Zahlen. 5.72 ETH steht dort. Felix nimmt sein Handy zur Hand und googelt die Buchstaben. Schnell findet er raus, dass es sich bei ETH um eine Kryptowährung handelt, als die lauten Schreie des Mannes intensiver und bittender werden. Die Brustwarzen soll der Meister ihm abkneifen. Und mit einer Zange tut er es und das Blut fließt. Der Mann kreischt und die blinde Panik in seinem Geschrei ist zu hören. Erst jetzt realisiert er, dass er hier drinnen grausam sterben wird. Felix hält sich die Augen zu. Der Ekel, der ihn durchfährt, lässt ihn sich schütteln. Doch er kann die Augen nicht von dem Bildschirm nehmen, auf dem jetzt das Gesicht des schreienden Mannes fixiert und ihm selbst die Tränen kommen. »Hör auf, verdammt nochmal!« brüllt er den Computer an. Wohl wissend, dass das nichts bringt. Klatschende Hände sind als Emojis in der Chatspalte zu sehen. Die ETH erhöhen sich weiter. Felix liest nicht mehr mit, doch beobachtet, wie dem Mann auf der Liege mit einem Skalpell die Augenlider entfernt werden. Dafür hatte der Meister den Kopf des Opfers in einen Schraubstock geklemmt und diesen so fest zugedreht, dass ein kleiner Rinnsal Blut an den Schläfen entlangläuft. Die glubschigen weißen Augen stehen nun erschrocken hervor und das Bild hat etwas Surreales. Der Meister legt sich die Augenlider auf die Zunge, die er weit aus dem Mund steckt und mit der mobilen Kamera filmt, bevor er sie runterschluckt. Geschriebener Jubel erscheint von den vielen Perversen, die hier mit Felix in diesem kranken Chat sitzen, in der Kommentarspalte und er kann den weiteren Anweisungen kaum noch folgen. Die roten Zahlen links oben bewegen sich weiter und Felix sieht zu, wie der Meister eine lange Nadel nimmt und in der Face-Kamera beobachtet er, wie der Meister die Nadel durch das linke, offen liegende Auge bohrt, kurz darin verweilt und diese wieder rauszieht. Eine gelbliche Flüssigkeit fließt heraus, während das Auge wie ein kleiner Ballon in sich zusammenfällt. Die zähe Flüssigkeit rinnt über die im Schraubstock eingeklemmte Wange des Opfers und Felix schreit. Er stößt sich vom Pult weg, fährt mit seinem Stuhl nach hinten, zieht sich die Kopfhörer ab und kann nicht aufhören zu schreien. Eine Gänsehaut des Ekels überflutet seinen gesamten Körper und als Yannick die Tür zu Felix' Zimmer aufreißt, sieht er diesen vor sich auf den Boden kotzen. »Alter, was ist passiert?« Er stürmt hinein und geschockt stellt er fest, dass es hier im Zimmer nach Schweiß und Erbrochenem riecht. Yannick öffnet das Fenster und bemerkt, dass Felix sich schon einmal in seinem Papierkorb übergeben hatte. Besorgt, ob sein Kumpel krank ist, bekommt er erst nicht mit, was Felix versucht, ihm zu erklären. Doch nach einem kurzen Moment
Indem der kreidebleiche Felix seine Kotze mit einem T-Shirt vom Boden aufwischt und dieses zu dem anderen Erbrochenen in den Papierkorb wirft, wird Yannicks Blick von dem Tun auf dem Monitor eingefangen und er zieht die Kopfhörer aus dem Stecker. Die Schreie, die in dem Raum erschallen, sind unerträglich. Der Meister wetzt ein großes Messer und das schrecklich entstellte Opfer schreit. Als der Meister das Messer an dem vor Angst geschrumpften Penis des Mannes ansetzt und mit einem festen Ruck diesen abschneidet. Er hält das Stückchen Fleisch wedelnd in die Kamera, bevor er dem Opfer den Penis wie ein Knebel in den Mund steckt. Und augenblicklich wird es ruhig in dem Raum. Das heftige Schnaufen durch die Nase ist noch zu hören, aber kein Schrei entkommt mehr der Kehle des Mannes. »Ruf die Bullen, Mann!« fordert Yannick, der geschockt von dem Gesehenen mitten in Felix' Zimmer steht, unfähig sich zu bewegen. »Was soll ich denen denn sagen? Der kann irgendwo auf der Welt sein. Fuck, Mann, der tötet den!« Die beiden Freunde drehen ihren Blick zum Monitor und sehen, wie die Zahlen von dem ETH blinken. Die gewünschte Summe scheint erreicht. Der Meister setzt das Messer am Brustbein an und schneidet durch das Fleisch bis zum Schambein. Über dem Bauchnabel schneidet er von der rechten zur linken Seite einen weiteren großen Schnitt. Das Opfer hat endlich das Bewusstsein verloren. Die Augen haben sich in die Höhlen verdreht, doch der Körper lebt noch. Während der Meister mit den blutverschmierten Handschuhen das Fleisch auseinanderzieht und die Gedärme freilegt. Dickdarm und Dünndarm zieht er wie Bootseile zwischen seinen Händen hin und her, bevor er eine tiefe Verbeugung andeutet und der Bildschirm wird schwarz. Yannick und Felix schwitzen. Unfähig, sich über das Gesehene zu unterhalten, stehen sie mitten im Zimmer und starren auf den leeren Bildschirm. Ein Countdown wird eingeblendet. 6 days, 14 hours, 52 minutes steht dort. Und die Minuten zählen runter, während die Gehirne von Felix und Yannick noch das Erlebte verarbeiten. Nach einer geraumen Weile, als der hintere Minutenanzeiger auf 6 days, 14 hours und 27 minutes steht, löst sich Felix aus seiner Starre und beginnt den vollgekotzten Papierkorb zu entsorgen. Er räumt das Zimmer auf und starrt ins Leere. Was für kranke Arschlöcher es auf dieser Welt gibt, denkt er sich. Er glaubte schon alles gesehen zu haben. In Filmen, aber die Realität hatte ihn mehr als nur geschockt. Die beiden brauchen den ganzen Tag, um den Chat zu verarbeiten. Sie können kaum miteinander reden oder sich anschauen. Felix ist derjenige, der am Abend das Wort ergreift. »Hey Mann, ich bestell mir eine Pizza, willst du auch was?« Yannick ist dankbar für die Normalität der Frage und ordert eine Salami-Pizza mit Sardellen und Chilis. Er möchte die mit extra Käse im Rand. Die Sonne ist untergegangen, als der Pizzabote klingelt. Und die beiden Freunde sitzen sich am Küchentisch gegenüber. Und die Unterhaltung, die sie führen müssen, aber keiner von ihnen den Anfang findet, hängt wie ein schwerer Schatten über ihnen. Yannick öffnet den Pizzakarton. Und der Duft der heißen Pizza steigt ihm appetitanregend in die Nase. Er nimmt das erste Stück und zieht es aus dem Ganzen weg und Felix sieht, wie der Käse, gelb und zähflüssig, langsam aus dem Rand läuft und auf den Karton tropft. Vor seinem geistigen Auge erscheint wieder das Bild des Mannes, dessen Auge in sich zusammenfällt und die furchtbaren Schreie, die Felix noch eine ganze Weile hören wird. Ende Teil 1. Fortsetzung Punkt folgt. Onion. Nächste Woche finden wir im Darknet das Reiseziel Nummer 1 des Transplantationstourismus. Felix und Yannick erkunden die Grausamkeiten des illegalen Organhandels. I wish I would.